Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Löschen von Tabellenblättern. Tabellen können einzeln oder gruppiert gelöscht werden. Ein einzelnes Tabellenblatt löschen Sie durch Rechtsklick auf den entsprechenden Tabellenreiter. Wählen Sie dann Tabelle löschen aus dem Kontextmenü. Bestätigen mit Ja. Oder wählen Sie Bearbeiten, Tabelle und Löschen aus dem Hauptmenü. Zum Löschen mehrerer Blätter wählen Sie die entsprechenden Blätter aus und führen dann einen Rechtsklick auf einen der ausgewählten Reiter aus. Anschließend wählen Sie Tabelle löschen aus dem Kontextmenü oder Bearbeiten Tabelle löschen aus dem Hauptmenü aus. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!